Servus Leute, ein herzliches Willkommen zurück bei Battlefield 4 Dragon's Teeth mit den Basti. Hallöchen. Hallo, Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen. Ich habe gedacht, das ist wieder alleine. Wir spielen den neuen Modus Chainlink. Richtig. Der ist im Grunde genommen wie Conquest, muss man dazu sagen. Ich bin tot. Dass man halt eben die Sachen hintereinander einsammeln muss, ne? Genau, das muss zusammenhängen. Sieht man ja auch ganz gut, wie so eine Kette sind hier auf der Map zu sehen. Die Punkte sind miteinander wie eine Kette verbunden. Und nicht wahr? Wenn man dann kann man. Wenn nicht, dann nicht. Wow, wow, wow. Yeah. Aber ich fühle schon, dass ich langsam wieder hineinkomme. Ich gleite wieder langsam hinein. Verbindung unterbrochen. Ah! Nach wohin? Aha! Okay, wir verlieren gerade. Yay! So startet man doch super in der Runde. Freunde. Einem Verlust direkt. Ne? Ich sag mal so, ist meine beste KD für heute. Ja. Wie viel hast du erwischt? Ein. 0-1. Nur weil, nee, eine 1. Eine, was? Ich bin. Ach ja, ich bin ja immer gestorben. Aber ich hab doch jemanden getötet. Wieso hab ich. Ich hab definitiv jemanden getötet. Wieso hab ich keinen Kill? Illuminati sind im Spiel. Nee, ich glaube eher, dass es die Tempelritter sind. Tempelritter? Ja, die können es auch sein. Ja. Oder die Assassinen, ich weiß es nicht. Oder die Ritter der Kokosnuss. Das kann es auch sein. Ja. Kann auch sein, dass es die NSA ist. NSA? Ja. Ah. Oder vielleicht auch die Watchdogs. Wir können es auch gewesen sein. DedSec. Stimmt. Ja, das war der tote Sack. Ja. Ja, da hatte ich auch Zeiten, sag ich dir. Nach einem Wochenende hat sich mein Sack auch tot angefühlt. Oh Gott. Nach dem Besuch im Springerclub, da war ich ganz taub unten drum. War total verschrumpelt danach. Da war nichts mehr drin, ey. Die Murmeln. Ich war leer wie eine Blondine im Kopf. Gut, in so einem Spiel kann man es ja sagen, gibt es nicht allzu viele Frauen, die zuschauen, insofern ist es nicht. Nee, ich habe gerade den alten Mann nachgemacht, wie? So mit 80 Jahren. Ne? Ja, also die wissen das ja. Ne? Typische Nazi-Deutsche, genau, der genau. Gegen Blonde was hat. Hä? Das genau, funktioniert genau. Irgendwie nicht. Das ist so meine Rolle, die ich auch habe, weißt du? Ja. Nur, dass ich da nicht viel spielen muss. Ja, schlecht. Ich laufe direkt zu F. Okay, nee, ich gehe zu G. Ich mag den G-Punkt. Ich weiß, wo er ist. Nee, ich mag F mehr. Wir haben uns mit ein paar Kumpels hatten wir überlegt, dass wir die Punkte nicht mehr Friedrich und sowas nennen, sondern einfach halt irgendwas Versautes. F ist zum Versautes. Beispiel. Okay, ich sag's Fuß? Jetzt nicht. Es kommt mir gerade. Ja, Fuß zum Fuß, Beispiel. Genau. Fußliebe. E ist Ejakulat. Okay. Ich geh jetzt mal zu Ejakulat. Ja, ich bin auch schon fast da. C ist Christus? Das passt sehr gut. E ist eigentlich die Schule, ja. Ejakulat. D ist... Dildo. Dildo, ja, ja, sehr Dildo, schön. Dildo Beutlin. Ach, ist ja keiner. Was ist C? C haben wir gesagt, ist Christus? Ja, es ist, also, aber das ist schon fast ein bisschen zu hart. Also es finde ich schon ein bisschen zu versaut. Ja, Christus ist sehr versaut. Kann es sein, dass wir Jungs ein bisschen überrennen? Mir fällt aber auch was gerade ein auf C, aber das wäre sehr böse, darf ich das sagen. Hat auch was mit China zu tun. Okay, ist es rassistisch? Nein. Er hat auch okay. Nee, ist es nicht. Ich weiß nicht, ist es rassistisch? Nee. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß ja nicht, was du sagen willst. China-Schlampe? Ist das rassistisch? Vielleicht. Kann man das also rassistisch auffassen? Man kann alles als rassistisch auffassen. Selbst wenn ich sage, ey, geh dir ein Brot schmieren, dann ist es rassistisch. Das ist ein rotes Fass, ich schieß drauf. Geht das hoch? Ja. Ah! Hör auf! Oh. Ich spiel wieder so gut. Du auch, ja? Oh, schau, Chinese Army. Wir sind wie die Chinesen. Weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir sind Russen. Ich weiß, wie man es rausfinden kann. Wir müssen nur in die Hose schauen. Nee. Ja.
schließen ja. Müssen einfach aufstehen. Wenn wir dann, wenn wir aufgestanden sind und unser Bildschirm noch immer in Blickhöhe ist, dann wissen wir, dass wir hier die sind. Das Ach, war zum Beispiel. Nee, das war nicht rassistisch, sondern das war Klischee. Man kann ja alles unter Klischee ab. Stimmt. Das Blonde, dumm sind, ist ja auch Klischee. Hier war doch jemand. Hallo, da ist er. Oh. Hab ihn. Ich. Ich hab ihn eiskalt getötet. So laut. Wir schießen zwar alle ganz, ganz viel, aber wir müssen leise sein. Ja, ja, auf jeden Fall. Oh, ich hab einen. Da war doch noch einer. Oh, das ist ein Sniper. Kannst du Beatboxen? Beatboxen? Nö. Puh! Ich hab gedacht, du wolltest direkt loslegen. Kannst du Beatboxen? Puh! Nee, ich bin nicht schwarz genug dafür. Diese Klischees! Ah, den habe ich durch den Busch getötet. Ich bin ein Buschhunter. Das kann man auch falsch aufnehmen. Muss man aber nicht. Muss man nicht, ne? Ah, oh, das ist immer blöd, wenn man genau durch einen schießenden Mitspieler durchläuft. Was? Ja, ich bin sowas von fast tot, ey. Das ist nicht gut. Komm, ich gebe dir Munition, dann lebst du wieder. Hab mir gerade selbst schon Munition gegeben, ey. Kannst du dir deine Munition sonst vorhin stecken, ja? Ich geh jetzt mal zu Stark, wo auch immer du die Munition haben willst. Ja? Ich kann die Magazine die gerne einführen. Und die Boop. Kugeln. Boop. Alter, jetzt bist du aber ganz gut mit deiner 6-1 Fuck. KD. Also 6-1 ist schön. 6-2. Das ändert sich noch. Der El Bandi. Hm? Der schimpft die ganze Zeit. Der schimpft die ganze Zeit, der El Bandi. Ja. Hey, wir sind aber gut. Wir sind gut. Wir haben schon gewonnen. Alter. Also das hier geht schnell. Das geht richtig schnell. Wir müssen noch eine Runde spielen. Ja, natürlich. Wir sind ja gerade erst bei 6 Minuten. Was? Wirklich? So wenig? Ja. So wenig. Ich habe ja jetzt mit 30 gerechnet oder sowas, aber... 30? Ja. 6 Minuten. Das heißt, so wie mit den 30 Zentimetern, die ich in der Hose habe, weißt du? Sind eigentlich in Wirklichkeit sind es so 6. Ich verschätze mich einfach so gern. Wenn man die Zeit mit mir verbringt, dann kommt das immer so vor, weißt du? Als ob das so ewig ist. Ach so, ich hab gedacht, das war jetzt noch bezogen auf unsere Geschlechtsteile. Weißt du, wenn man Zeit mit mir verbringt, dann sehen 6 cm halt auch aus wie 30. Ja. Yep. Ne? Wieso geht's eigentlich hier ständig um Penisse? Weiß nicht. So? Weiß nicht. Ich mach mir langsam Sorgen. Wieso Sorgen? Weißt du nicht, wie du deinem Lover beibringen sollst, dass du dann noch jemanden an Land gezogen hast? Ach, der wird schon nicht eifersüchtig sein. Wir machen es ja nur über Skype, weißt du? Mhm. Kann er nichts sagen. Ja. Oh, es ist immer so geil. Bei mir, ich mache ja ganz gerne solche Witze, ne? Oh, ich auch. Und bei mir gab es halt tatsächlich schon ernsthaft die Fragen, ob ich homosexuell bin. Das finde ich voll gut. Also dementsprechend ist man gut überzeugend, auf jeden Fall. Ja, ich werde ständig gefragt, wenn ich einen Gerdi mache. Ja. Aber gut. Ich meine, wenn der Gerdi mal dran ist am Mikrofon, geht, dann kann es abgehen. Also. wenn der Gerdi mal dran ist. Will jemand aufstellen hier bei mir? Ah, ja. Kann man eigentlich auch die Leute überfahren jetzt? Ja, den kannst du auch überfahren. Die eigenen Mitspieler? Die sind sie kaputt. Ja. Muss ja voll vorsichtig sein hier jetzt gerade. Mhm. Warte, kann man hier auch fliegen? Nö. Warte, ich steig hinten drauf. Ah ja. Ah. Kann ich dir eigentlich hier während dem Fahren in den Kopf schießen? Nö. Also dich kann ich nicht töten während dem Fahren. Das ist gut. Das ist jetzt ein paar Löcher im Kopf. 12 gegen 12, wir sind gar nicht so viele Menschen, muss ich sagen. Nö, naja, Conquest, das könnte. Es wird eine längere Runde, glaube ich. Ach, das ist Conquest? Ja. Ach so. Ich habe einen LKW. Ich fahre jetzt einen LKW. Da ist ein LKW. Oh. Komm, fahren wir mit dem LKW. Wo bist du? Hier. Ich sehe nicht. Und mit dem kann man nicht fahren. Ah, wo kommen die jetzt her? Ich glaube, ich habe dich getötet. Willst du mich verarschen? Habe ich dich getötet? Nein. Falls ja, tut es mir leid. Nee, aber woher kamen die zwei jetzt? Ich weiß es auch nicht. Die kamen vom Bertha anscheinend. Meine Güte. So, ich komme jetzt mit der AUK hier. Ich bin jetzt hier ganz cooler
Medikit. Wow. Ja, hör auf. Von hinten. Von hinten? Hab ihn. Warte mal, ich kann mich nicht bewegen. Warte, ich hol dich, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Hab dich. Oh, du bist so geil, ey. Du bist. Oh mein Gott, du bist so geil. Ich bin der Geiste. Ja, das ist unglaublich geil. Hör. Aber die sagen immer nur, ich bin der Geiste, wenn das Licht aus ist. Oh, das kenne ich. Was das zu bedeuten hat. Warte mal. Nein, da hinterm Busch. Ich bin tot. Hab ihn. Du kommst wieder. Alter, ich sehe es ja erst jetzt. Wir haben ja 1200 Tickets hier. Oh, deswegen meintest du es. Es dauert lange. Naja, dann cutten wir das hier halt mittendrin. Jo. Mehrmals. Du bist kein Problem. Oder wir hauen halt die ganze Folge. Mir ist das Wurst. Mir ist das Wurst wie Wasser, wie Käse und Brot. Wir gucken einfach, wie lange es dauert. Jo. Wow. Da, oh, oh, jetzt bist du ins Wasser abgestürzt, das kann ich dich nicht wiederholen. Nee. Ich bin Chinese, ich laufe über. Bitte? Ich habe nichts gesagt, du hast nicht gehört. Ich bin bei dir drin. Hi. Bist du mit? Oh, deswegen war es gerade so warm. Ja. Du musst aber schon mit Vorwarnung reinkommen, ne? Sonst erschrecke ich ja. Nee, das ist immer am wenigsten. Das machen die Doktoren doch auch immer so, wenn sie irgendwie die Spritze aus dem Arm ziehen. Dann. Wo bist du eigentlich? Ich bin hier bei der Brücke. Da drüben. Warum? Gehst du zu E oder was? Wollte ich ja. Aber ihr wird ja schon eigentlich. Dann gehe ich zu C. Wir könnten auch zu Christus. Ja, ich hole mir mal wieder einen Segen ab. Christus ist ja aus Battlefield Friends. Ich weiß nicht, ob das schaust. Battlefield Friends? Dann. Ja, das sagt der Noob dann. Geh zu Christus! Ich kenne das eigentlich schon, aber das ist mir jetzt nicht komisch. Eigentlich meine ich alle, jede Folge gesehen zu haben, aber irgendwie. Die Deutsche war das. Hast du die Deutschen auch gesehen? Achso, nee, Deutschen habe ich nicht gesehen. Da gibt es einen, der macht das. Warum gucke ich auch in die falsche Richtung? Weil das einfach so ist. Das gehört sich einfach so. Ich rase jetzt hier mit dem Quad durch die Gegend, das ist mir alles leid. Ich mit dem Boot. Mit dem Quad. Wie heißt das? Quad. Mit dem Jetski. Wie heißt das? Jetski. Wow! Hui! Hi! Freunde, ich komme! Aufgepasst, ich komme! Wo bist du? Ja! Nein! Was? Du hast irgendjemanden gekillt, aber wahrscheinlich irgendwie lustig, oder? Ich bin so ein Spasti. Ich bin halt mit dem Quad durch die Gegend gerast. So, ich bin jetzt hinten, ich bin bei dir hinten drauf. Und dann habe ich plötzlich jemanden gesehen, bin abgestiegen und habe komplett die Orientierung verloren. Und er hat irgendwie 10 Minuten auf mich geschossen und dann habe ich ihn sogar noch erschossen. Dann war dann dummerweise noch jemand. Ich werfe eine Granate vor uns. Mal gucken, vielleicht erwischen wir die ja genau. Okay. Nee, aber ich habe Schaden bekommen. Boah, wow. Hast du den Move gesehen? Der war richtig krass. Boah. Oh, Alter. Wasser. Warte mal, hier war ein Sniper. Oh, ja, der hat mich erwischt. Hä? Von hinten? Ach, da. Yep. Ich komme. Wohin denn? Zu dir. Ich bin hinter dir, pass auf. Okay, ich tauche ein bisschen. Hast du wieder ein bisschen trainiert? Dein Arsch ist mir noch ein bisschen knackiger geworden seit dem letzten Mal. Ich trainiere immer. Während ich zocke, mache ich die ganze Zeit wop mit meinem Arschbacken. Du verstehst, was ich meine. Oh, sorry, jetzt habe ich dich hier ein bisschen angeschossen. Kein Problem. Da ist einer, pass auf. Da ist irgendwo. Oh, wir werden hier beschossen. Da ist schon tot. Oben ist jemand auf der Brücke, der müsste eigentlich ins Decken. Oh, hinter uns! Und links auch. Wo sind sie denn alle? Ich sehe nichts. Auch nichts. Ich laufe hier rum wie ein Huhn ohne Kopf. Wollen wir zu E in der Nähe? Ein Hoppelhäschen. Ah ja? Da, ich habe so ein kleines Puschelschwänzchen. Willst du das mal anfassen? Oh, da schießt jemand auf dich. Hab ihn.
Schön gemacht. Eine persönliche Leibgarde. Da! Ja, ja, ja. Links. Hab ihn. Sehr schön. Ach, wie soll man sich den Arsch retten? Ah, ja, ich bin tot. Ah! Gut, dass er keine Impact-Granate gehabt hat. Lebst du noch? Ja, ich kann dich leider nicht holen, weil ich auch tot bin. Aber ich habe einen ordentlichen Kampf geliefert. Sehr gut. Aber jetzt habe ich mir nicht umgehauen. Kein Problem. Das hat es manchmal einfach auch verdient. Ja. Aua. Das war doch ein bisschen hoch ohne Fallschirm. Ich komme! Oh, holen wir uns Eva. Ich versuche da mal von hinten zu kommen, falls wir so weit laufen dürfen. Ja, Eva von hinten zu nehmen ist immer gut. Ja, die mag das total. Ja, aber auch, weil die von vorne nicht anschauen kannst. Ja, hör auf, du triffst eh nicht. Doch, wir haben Eva. Sehr gut. Der Sprecher sagt Echo, aber hat keine Ahnung. Warte mal, bleib mal stehen kurz, bleib mal stehen. Du hast ja kein Leben. Du kannst doch nicht ohne Leben laufen. Du kannst jetzt nicht einfach sowas zu mir sagen, nur weil ich Let's Player bin, heißt es doch nicht, dass ich kein Leben hab. Wollen wir zu B? Zu Bertha? Ja, Brüst. Ich renne zu den Brüsten. Zu Brüste. Guck mal, die Pfeile zeigen doch auch ganz klar darauf. Wir müssen Die Bertha mit Brüste. Ja. Wow. Aua. Wow. Hast du ihn? Nee. Hab ihn. Schön. Mit Spray and Pray. Das nenne ich mal doppelte Penetration. Oh ja. Aber schöne Map, muss man sagen. Ja, ich finde die auch, die macht mir bisher am meisten Spaß, muss ich sagen. Sowohl vom Look her. Ja. Als auch vom. Schön. Ist hier noch jemand? Ja, ja, rechts. Und von hinten auch noch. Ah, oh, leck mich doch. Ich werde jetzt snipen. Also ohne Witz. Ich snipe jetzt hier mit meinem 3,4-fachen Visier. Nein, von hinten. Oh, wieder von hinten. Aber ich hab gesehen, du wolltest mich retten. Das war süß. Das ist ja... Vor mir hingekrabbelt und wolltest mir noch Leben einhauchen. Ja. Aber war schon zu spät. Ein Jetski. Ich war schon weg. So. Ich komme zu dir. Okay. Bin bei dir. Wollen wir zu den Brüsten hin? Ne, ich wollte zu Arma eben kurz vorbeischauen. Ah. Okay, dann holen wir uns alle und machen wir Anal. Voll hochgesprungen, ey, voll. Ja, ja. War sehr cool. So, wir holen uns Anal. Ja. Wir werden in die Analen eingehen, sag ich dir. Wir gehen die Analen ein. Oh ja, aber ganz tief. Hallo? Von hier kann man schön zu... Wo? Da kommt er einfach mal von der Seite, die Drecksau. Wie viele Tickets haben wir denn noch eigentlich? Noch einige. Ah, 1000 und wir haben erst 200. Okay, das geht doch eine Stunde. wollen wir das vielleicht auf so 20 Minuten limitieren? Und dann sagen, so, jetzt hau mal ab. Oder wie machst du das? Wollen wir abhauen oder wollen wir tschüss und wir machen dann beim nächsten Mal hier weiter? Wie du willst. Können die Runde gerne von mir aus auch komplett durchspielen. Mir ist es Latte. Wie du willst. Das ist die Runde komplett. Eine Stunde hier, ne? Ja, ja. Nehme ich mir jetzt einfach mal die Zeit. Okay. I'm gonna drop that motherfucker, hast du gerade gesagt. Oh. Wie bist du so aggressiv eigentlich? Weiß ich nicht. Ich verstehe es nicht. Sniper sind immer so unausgeglichen. Oh, nicht wirklich, ey. Die müssen ja auch kompensieren. Bist du tot? Ja. Oh. Ja, ich kann nichts machen, leider. Ja, kein Problem. Außer blöd gucken. Ah! Das war lustig. Na, das ist gar nicht lustig. Ja, hab ihr. Ich hab dem doch... Ich frage mich immer, wie das sein kann. Man hat den Kopf riesig, also ich sehe nichts anderes als seinen Kopf vor mir, ja? Auf dem Bildschirm. Und ich schieße. Wieso kippt der nicht tot um? Weiß ich nicht. Ich bin halt irgendwie mit Pistole besser als mit allem anderen, du. Wow.
Das bist du. Ich hab grad 3 oder so mit Pistole gekriegt. Das war nicht echt, für was habe ich denn noch so ein fettes SMG in der Hand? Wohin gehen wir? Warte auf mich! Schnee! Du steig ab! Schnee! Das ist mein Auto hier. Hey, warte! Du steigst denn nicht drauf? Ich hab etwas drauf, war einfach rumgeschossen. Mich irritiert. Mich irritiert es so, dass ich nicht in Third Person gehen kann. Alter. Komm schon. So fett sind wir auch wieder nicht, ne? Na doch, wir zusammen. Hey! Woo! Abgestiegen. So, ich deck nach links. Okay. Da hat mich nicht mal gepunished. Boah! Was ist das? Pass auf, einer ballert da mit dem Grenade Launcher ein. Ja. Ah, nee, ich krieg dich nicht. Kann ich nicht. Ah, Mann. Ich bin hier gespawnt und direkt hoch. Das mache ich nicht wieder. Boah. Lebst du noch? Nein. Ach, du wirst vom gleichen getötet wie ich. Du, wollen wir das so sagen, dass wir hier, wollen wir so machen, dass wir hier Tschüss sagen und dann nochmal weitermachen hier auf? Ja. Was sagst du? Ja. Gut? Okay, ja. Dann, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Nächstes Mal. Tschüss.